Die Seilbahn auf die Stauberen ist ins Alter gekommen, darum gibt es jetzt eine neue. Eine besondere Herausforderung ist der Bau der neuen Bergstation. Dafür braucht es einen ausgewachsenen Baukran auf dem Berg. Schon den dort aufzubringen, ist eine wahre Herkulesaufgabe. Tobias Lehnherr. Höllenlärm heute am Morgen, mitten in der Bergidylle rund um die Staubern. Grund, ein russischer Helikopter fliegt 85 Tonnen Stahl und Werkzeug auf den Berg für den Bau der neuen Bergstation auf 1700 Meter Höhe. Absolute Präzision und höchste Konzentration sind gefragt, um die einzelnen Elemente aufeinander zu stellen. Für den Bauführer Kurt Leutzinger ist das zwar ein schwieriges, aber ein hochspannendes Projekt. Ja, das war sehr speziell und es freut mich, dass ich das erleben und dabei sein durfte. Ich glaube, man darf sagen, das macht man nicht gerade sofort wieder. Und es war auch für uns jetzt das erste Mal. Die einzelnen Teile des Kranes holt der Heli auf dem Lagerplatz zu Frümsen, unten im Tal. 8-mal muss er rauf und runter fliegen, bis alles Material da oben ist. Nach gut 1,5 Stunden steht der höchstgelegene Kran von der Ostschweiz. Der Wind ist natürlich ganz extrem. Also, wo der Helikopter mit dem ersten Element kam, ist, habe ich den Schieber hier am Helm sofort runter. Es ist schon noch eindrücklich. Auch die Werbeplachen, die man danach gemeint hat, sie heben gut, haben wir dann noch schnell müssen befestigen oder respektive entfernen. Es sind schon eindrückliche Kräfte, die hier wirken. Und Respekt von den Leuten, die am Kran selber montieren, währenddem dass der Helikopter oben dran fliegt. Bauen ist das eine, betreiben ist das andere. Und dafür gibt es einen speziellen Generator mit einem speziellen Treibstoff. Und für den ist man sozusagen direkt an der Quelle. Wir haben die Energie aus freiem Friedhofsöl mit Generatoren, die wir betreiben. Mit dem ist keine Chemie, nichts drin und das funktioniert gut. Und wir haben den Kranen auch angeschlossen, tut also. Wer auf den Staubern also ein Teller Pommes frites isst, hilft mit, dass die neue Bergstation 2017 auch tatsächlich fertig ist. So viel zu den News vom Tag. In ein paar Augenblicken sehen Sie auf TVO den Sommertag von Patricia Boser. Zu Gast ist heute der erfolgreiche Schweizer Sänger Seven. Im Gespräch erzählt er von seinen bescheidenen Anfängen als Michael Jackson-Imitator. Dortmal hat es sicher noch etwas anders tönt wie hier. I don't give up. I don't give up.